Es ist der 24. April 1982 und dieser Tag sollte das Leben unseres nächsten Gastes tatsächlich für immer verändern. An diesem Tag, Sie hören richtig, saßen 600 Millionen Menschen vor dem Fernsehgerät und haben zugeschaut, wie das erste Mal eine deutsche Frau, eine deutsche überhaupt, den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Und sie war damals gerade mal 17 Jahre. Nicole, herzlich willkommen. Liebe Nicole, das war ein, wer hat da nicht vorm Fernsehgerät gesessen? Und heute, ein paar Jahre später, ein paar Sommer und Winter später, kann man sagen, jetzt feierst du dein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Macht es dir immer noch so viel Spaß, auf der Bühne zu stehen wie damals? Ja. Also ich habe immer diesen Beruf nicht als reinen Beruf gesehen, sondern als Berufung. Ja. Und das habe ich ganz früh schon festgestellt. Also ich hatte meinen ersten Auftritt im Alter von 4 Jahren auf dem Arm eines französischen Offiziers und sang damals Ein Student aus Uppsala. Ja. Das war damals gerade. War ein großer Hit. War ein großer Hit in Deutschland. Genau. Genau. Und dann bekam ich Applaus von ganz vielen Soldaten da. Und es war Tag der offenen Tür in einer Kaserne. Ja. Und da wusste ich, wo die Reise hingeht. Ich habe dann mit 7 Jahren bin ich aufgetreten in einem Ausflugslokal bei uns in der Nähe und habe da am Wochenende immer gesungen mit einer Band. Und so fing das an, ja. Hat dir das auch geholfen bei diesem Auftritt damals, 600 Millionen Menschen? Das war dir vielleicht nicht so klar. Aber hattest du dieselbe Selbstverständlichkeit, die wie wir eben gerade bei Julius gesehen haben, der da auf die Bühne marschiert und sagt, Freunde, nur die Ruhe, ich kriege den Filmpreis auch so. Hattest du diese Chuzpe auch damals? Oder? Ich sag mal, das Alter war ein großer Vorteil. Also wenn man jung ist, überlegt man nicht. Ja. Man tut es einfach. Und das war immer mein großer Wunsch, irgendwann einmal in die Hitparade zu kommen damals. Als Kind saß ich vorm Fernseher, wir waren zu viert. Ich hatte auch noch 3 Geschwister und alle saßen zu viert in der Badewanne, weil wir mussten ja Wasser sparen. Ja. Wir waren auch sehr, naja, nicht sehr, reich, ja, Vermögen, sehr bescheiden, in bescheidenen Verhältnissen. Und ich wollte immer als Erste raus, weil ich wollte mit dem Stuhl sichern, den Sessel sichern vor dem Fernseher und habe Hitparade geguckt. Und habe gesagt, irgendwann mal werde ich da auch auftreten. Ja. Und irgendwann mal werde ich auch für Deutschland bei der Eurovision mitmachen. Das waren so meine Kindheitsträume. Es ist viel passiert. Gucken wir mal gemeinsam zurück. Wir haben einen Film für dich vorbereitet, der deine Arbeit ein bisschen bebildert. Und er ist gut gelungen, finde ich. Diese Frau weiß schon als Kind, was sie will. Auftreten, auffallen, aufbrezeln, aufbauen. Und zwar eine unvergleichliche Karriere. Ihrem Vornamen, die Siegerin, wird sie spielend gerecht. Ihr Auftritt mit diesem Grand Prix-Hit. Sehen ein bisschen mehr Menschen, nämlich 600 Millionen. Es folgt ein weltweites Blumenbad, für das sie ihre Koffer packt. Dann wird geschrieben. Erst das Abitur, dann Autogrammkarten ohne Ende und schließlich Geschichte. Niemand ist so standfest im Chartstürmen, kommt derart stilsicher an Ziele und sammelt seit 40 Jahren Preise. Eine Siegerin eben. Nicole. Danke. Wenn du, liebe Nicole, diese Bilder siehst, was geht dir durch den Kopf, durch das Herz? Stolz. Stolz. Ja. Dankbarkeit. Dankbarkeit, Dinge erleben zu dürfen, wo andere echt nur davon träumen. Also wir sind ja als Künstler sehr privilegiert. Wir können an Orte kommen, drehen, Videos drehen, Filme machen, wo der Otto-Normalverbraucher gar nicht hinkommt. Wir kriegen Sondergenehmigungen und sehen Dinge, die der normale Tourist niemals sieht. Nee, das ist wahr. Und da muss man schon sehr dankbar sein, dass man in diesem Beruf wirklich diese vielen schönen Dinge erleben darf. Ja, und wir kriegen Applaus. Ein Krankenpfleger, eine Krankenpflegerin kriegt keinen, ein Apotheker, ein Arzt kriegt keinen Applaus. Applaus ist schon auch Seelen, das Brot des Künstlers, das Brot des Seelenfutter. Es ist die Bestätigung für das, was man macht. Ja. Also dann ist das ja gut, was man macht, dann wenn man dafür gut. Erfolg bekommt, Applaus bekommt. Und das bestärkt einen auch in dem zu sagen, das ist gut, was ich mache. Das erste Lied, was Robert Kreis vorhin vorgetragen hat, endete mit
dem Appell, wir mögen das Jetzt genießen. Ja. Es geht um das Jetzt, ja. Um das Heute. Es ist sozusagen immer jetzt. Ja. Bei dir ist eine Krebserkrankung diagnostiziert worden. Du bist damit an die Öffentlichkeit gegangen. Insofern sei die Frage erlaubt, hat sich dein Verhältnis zum Jetzt, zum Heute damit in positiver Weise verändert? Hat es. Ja. Hat es. Hat es. Ein Arzt hat zu mir gesagt, sehen Sie diese Krankheit als Chance. Ja. Sie werden danach viele Dinge anders sehen, anders machen. Sie werden eine andere Weltanschauung bekommen. Und Sie werden, wenn das überstanden ist, stärker hervorgehen aus Ihrer Seele, aus Ihrem Herzen, wie Sie sich es nicht vorstellen können. Und ich muss wirklich sagen, er hatte recht. Und ich war immer ein Mensch, der immer gegeben hat. Immer. Ich wollte immer, dass es anderen gut geht. Ja. Und not everybody's darling zu sein, aber immer zu gucken, geht es den Kindern gut, geht es den Geschwistern gut. Wenn jemand nicht so gut drauf war oder auch krank war, geholfen. Also er hat immer so ein Helfersyndrom. Ja, ne? Weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt was Gutes tue, das kriegst du irgendwann noch zurück. Ja, ist auch schon. Und nach dieser Krankheit bin ich einfach auch auf dem Standpunkt zu sagen, nein. Ich bin wichtig. Ich muss wissen, was für mich richtig ist, wichtig ist. Ich muss mich gut fühlen. Ja. Denn dann trägst du das auch auf andere über. Und man muss nicht zu jedem immer nur nett sein. Bei jedem geht das nicht. Nee. Man muss an sich denken auch. Ich habe mit einem Professor gesprochen, der mir erzählt hat, dass in Amerika es eine Umfrage gab unter Frauen, die eine Diagnose hatten, eine Krebsdiagnose, keine so schwere wohl. Und viele von denen sagen, es geht ihnen nach der Diagnose, nach der Heilung im Grunde besser als vor der Diagnose. Warum? Weil sie das Leben mehr gelernt haben zu wertschätzen und auch mehr aufgeräumt haben in ihrem Leben, aussortiert haben. Ja, es ist in der Tat so. Also wenn du nicht weißt, ob du das nächste Weihnachten überleben wirst, dann, es macht was mit dir. Ja. Du wirst nie mehr dieselbe Person sein. Das wird nie wieder so sein. Aber du wirst anfangen zu überlegen, was habe ich denn bisher eigentlich mir gegönnt? Ja. Was habe ich mir gegönnt? Du gehst in ein Kaufhaus rein, siehst einen tollen Pullover und denkst, wow, der ist aber viel zu teuer. Gehst an die Kasse und im letzten Moment überlegst du, brauchst du den wirklich? Ja. Und ich hänge ihn zurück. Ja, warum eigentlich? Und nachher hat gesagt, oh, war aber doch schön gewesen. Und Nicole, ich sag dir, volkswirtschaftlich ist das gar nicht gut. Volkswirtschaftlich ist es gut, wenn du den Pullover kaufst. Wenn im Grunde sichert er Arbeitsplätze. So muss, vielleicht hilft dir das ein bisschen. Ne? Genau. Und jetzt tue ich das. Weißt du, wenn ich jetzt irgendwo was Tolles sehe, das muss gar nicht viel Geld kosten. Aber ich denke mal, wenn es mir jetzt gut tut, dann mach es doch einfach. Ja. Aber es kommt dir auch zu. Du hast auch so viel getan, du hast so viele Menschen happy gemacht. Du verdienst das auch, weißt du? Und das ist die Antwort. Wer oder was war deine wichtigste Stütze in der Zeit? Meine Familie. Ja. Mein Mann, meine Geschwister, zu denen ich jetzt ein noch viel innigeres Verhältnis habe als vorher. Das ist unglaublich. Und eine Handvoll Freunde. Ja. Und übrigens war Harpe ist ein langjähriger Freund von mir. Er war einer der wenigen, die davon wussten von Anfang an. Und auch Heinz-Rudolf Kunze, mein großer Bruder. Und das ganze Dorf, es ist unglaublich, hat geschwiegen. Ja, wie toll. Ich hätte nie gedacht, ich meine, einen Judas haben wir immer, der einen verrät. Ja. Und ich habe es geschafft, ein Jahr und 4 Monate diese Krankheit geheim zu halten. Ja, geheim. Und das ganze Dorf hat wie ein Schutzschild um mich herum gebaut. Oh, ist das toll. Und es hat mich niemand verkauft. Nee, was Schönes doch. Und da muss ich sagen, da ziehe ich, liebe Neunkirchen nahe, meine Mitbürger, ich ziehe jetzt noch meinen Hut, und das, dass ihr mich nicht verraten habt. Das ist unglaublich. Und das zeigt ja auch. Barbara weiß es, es zeigt ja auch, ich bin ein großer Liebhaber des Saarlandes und im Saarland wird viel Wein getrunken, was ich sehr schätze. Das, und im Wein ist ja die Wahrheit, also selbst wenn der Neuenkirchen nahe, wenn der sich einen hinter die Binde, bleibt er trotzdem verschwiegen. Ja. Elke, darf ich dich ansprechen, du hast auch eine Krebskrankheit
Meine hat Alfred Biolek damals öffentlich gemacht. Ich wollte es auch nicht. Mhm. Ich hatte die OP und alles. Und Alfred hat dann in der Sendung plötzlich mich darauf angesprochen. Dann dachte ich, gut, jetzt ist es raus. Ja. Aber ich bin nicht, gehöre nicht zu den Menschen, die Krankheit als Chance sehen. Ich sehe Krankheit als eine ganz große Scheiße und als etwas, was einem im Leben passiert. Ja. Und wo man sehen muss, dass man damit klarkommt. Ich habe sofort gekämpft und gedacht, das muss ich hinter mich bringen. Natürlich ist die Krankheit scheiße. In dem Moment ist sie. Ich war immer ein Kämpfer. In dem Moment ist, natürlich, jede Krankheit ist scheiße. Ja. Aber ich meine ja, das, was du... Wenn du das überlebst, was du daraus für dich mitnimmst. Nix. Die Erkenntnis. Gott sei Dank ist das mag verschieden sein, Elke. Ja. Das ist verschieden. Das ist die Erkenntnis, ja. Die Erkenntnis, dass man wirklich dankbar sein muss für jeden das Tag. Weiß ich. Das bin ja. ich. Das sowieso. Den wir noch geschenkt bekommen. Und ich weiß, wie zerbrechlich wir sind und ja. wie leicht das Glück, auf welchen dünnen Fäden wir sind das alle, passiert. Wir sind alle eine sehr zerbrechliche Truppe. Deine Mutter war auch so krank. Die hatte... Monika bleibt treu. Die hatte Lungenkrebs, glaube ich, ne? Mhm. Und ich hatte auch eine schwere Lungenerkrankung. Darum haben deine Mutter und ich uns darüber mal verständigt und gut verstanden. Das gehört zum Leben. Ja. Und das ist einfach, das ist nicht immer alles schön und alles toll. Und wir stehen im Rampenlicht und wir kriegen Applaus. Wir erleben auch die dunklen Seiten, wie jeder andere Mensch auch. Ja. Deswegen, da muss man sehen, dass man dann durchkommt. Aber ich bin hinterher dieselbe Elke wie vorher. Ich habe es nur geschafft, ja. Ich bin zweimal todkrank gewesen, auch ja, mit den Damen. Ich hatte kein Peristaltik mehr. Und dann kommt da so ein Team an den Bett und sagt, Herr Kreis, ist alles vorbereitet. Wer ist Ihren Ansprechpartner? Denn Sie überleben das nicht, wird einfach gesagt. Ja. Schön. So, mit 12 Menschen sage ich, oh ja, Gott, was schade. Ich hätte noch ein bisschen was zu tun gehabt. Aber, ne? Ja. Ja. Man muss, aber da muss man sagen, die Elke ist zurück, der Robert ist zurück. Auf, Moment, nee, jetzt muss ich mal ganz kurz. Aber Elke, man geht verschieden mit sowas um. Nein, ich glaube, wenn ich ganz kurz sagen darf, ich hatte auch Menschen, die das Gleiche hatten wie ich. Und die sind gestorben. Natürlich. Ja. Ich bin mit einer anderen Frau, war ich die einzigste Überlebende, ich war sehr. Die Damen gingen nicht mehr. Aber ich sagte was anderes. Da sitzt jemand und sagt, ey, Kreis, bleib mal erst mal unten, weil du machst die Leute so happy. Ja. Ich hol dich später. Und das kann man auch von Nicole zu. Genau. Jetzt muss ich den Bogen halten. Sie klatschen jetzt nicht. Jetzt klatscht er nicht. Meine Damen und Herren, ich muss es musikalisch untermalen. Denn du bist zurück. Hast aber nichts drüber gemacht, musikalisch. Du bist zurück, hast musikalisch auch nichts drüber gemacht. Die Nicole hat aber was drüber gemacht. Sie hat nämlich ihre neue Single, ihr neuer Song heißt Ich bin zurück. Sie geht auf Tournee und wir müssen uns jetzt mal aus diesem, jetzt mal deinen Ausschnitt angucken. Ja. Ich bin zurück, nur weil ich mir selbst die Daumen drück. Ich bin zurück, ab jetzt zählt jeder Augenblick. Ich bin bereit für jeden Pulsschlag. Ich bin zurück, mein Leben fand bisher kaum statt, ich bin geheilt. Nur wenn man gute Freunde hat, sieht man sich selbst und sieht sich gar nicht an sich satt. Ich bin zurück, ich bin zurück. Ja, gucke. Gehst auf Tour mit mehr Lampenfieber oder mit weniger Lampenfieber? Es ist immer eine gewisse Portion Lampenfieber dabei. Ja. Weil jeder Abend, jedes Mal 8:10 frage ich mich, warum ich das mache. Ja. Und da wechseln sich Panik ab mit Fluchtgedanken. Ja. Und man sucht das Toilettenschild, obwohl man gerade war. Ja. Aber spätestens 7:55 weiß ich, warum. Und da möchte ich auch mit keinem tauschen. Und im September geht's dann los. Heute ist, glaube ich, schon der Kartenvorverkauf losgegangen. Und ich freue mich, denn ich bin auf der Bühne zu Hause. Mhm. Und wenn ich... Und sicher. Ja, und wenn ich die Menschen dann sehe, die jetzt gerade in der aktuellen Situation, wo ich halt eben jetzt geschafft habe, wieder auf die Bühne überhaupt zurückzukommen, dass die Leute schon 7:50 stehen und mich rausklatschen. Weil sie sich so freuen, dass ich es vielleicht geschafft habe und James. Da stehe und dann habe ich so Pipi im Auge und dann bin ich einfach nur überwältigt und will einfach nur raus und was zurückgeben. Mhm. Und es ist jedes Mal, wenn ich von der Bühne gehe, auch das Gleiche. Sie stehen, wenn ich komme und sie stehen, wenn ich gehe. Mhm. Und das ist so ein Gefühl, da möchte man, wenn man Künstler ist, wirklich mit keinem tauschen, weil das ist die Resonanz, diese Sympathie, die dir entgegengebracht wird, diese Welle. Das ist eine Kraft. Das ist so eine Kraft und die gibt einem auch Kraft. Ja. Und
ob da jetzt jemand sitzt, der heult, ein Taschentuch, weil er einfach froh ist, mich zu sehen, ja, oder der andere, der heult, weil er ihn der Text gerade so berührt. Das sind so Dinge, das ist so eine Kommunikation zwischen dem Publikum und mir. Und wir sind irgendwo so connected. Ja. Und ist toll. Ja, das ist auch eine Erinnerung. Du bist 40 Jahre dabei. Und als du das kleine Mädchen warst, was gesungen hast, ein bisschen Frieden, haben wir alle das gesehen und dich geliebt damals. Wie du dich da und der Elke gibt mir das Stichwort. Das hat ja keiner vergessen. Elke gibt mir das Stichwort. Schön. Würdest du denn eventuell von ein bisschen Frieden, die russische Version? Ein bisschen Frieden. Also erstmal für ihn mal kurz. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe. Vor unserer Welt, warum wir wohnen. Was mooi. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Frieden. Erover drumen, das tue ich all. Mooi. Немного мира, немного солнца, для той планеты, где мы живем. Немного мира, немного счастья, тепла немного желаю всем. Николь, моя дорогая. Vielen Dank.